Kutan Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Am Montag begrüßte die Hochschule Ludwigshafen am Rhein ihre Erstsemesterstudierenden für das Sommersemester 2018 in der Aula der Hochschule in der Ernst-Böhe-Straße. Traditionell gab es einen Begrüßungsgottesdienst, gehalten von Dekan Alban Meissner, Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Gissel, stellvertretend für den erkrankten Hochschulpräsidenten Prof. Dr. Peter Mutra, die 250 anwesenden Studienanfängerinnen und Anfänger begrüßte. Insgesamt beginnen ca. 500 Bachelor- und Masterstudenten das Sommersemester hier in Ludwigshafen. Ich glaube, man gibt auf den Weg den Studierenden, dass das einerseits eine wichtige Weichenstellung für die jetzt ist, denn da beginnt ein neuer Lebensabschnitt, natürlich auch mit Unsicherheiten gegebenenfalls für die Studierenden. Und ich versuche mitzugeben, dass natürlich das ureigenste Ziel eines Studiums ist, einen wissenschaftlichen Abschluss zu erwerben, aber dass es auch wichtig ist, sich auf diesen Abschnitt einzulassen und neue Menschen kennenzulernen. Sie haben selbst ein Hochschulstudium hinter sich gebracht. Was würden Sie heute anders machen? Ich würde eigentlich relativ wenig anders machen. Nur ist das ja eine Zeit lang her, dass ich studiert habe, und da waren zu meiner Zeit die Studienpläne noch etwas entzerrter, als die das heute sind. Ich glaube tatsächlich, all das, was wir den Studierenden empfehlen, nämlich auch mal über den Tellerrand zu gucken, auch mal ins Studium Generale zu gehen, auch mal mit Kommilitoninnen und Kommilitonen aus dem Ausland einfach mal abzuhängen, Kulturen kennenzulernen, das ist natürlich wichtig, aber schwierig vor dem dann doch oft sehr stark durchgetakteten, eng getakteten Studienplan. Und das war zu meiner Zeit leichter. Ganz praktische Tipps über den Studienablauf und die studentischen Organisationen an der Hochschule gaben Jill Wu von der ASTA und David Winder vom STUPA. Metropolregion Rhein-Neckar-News wünscht den Studierenden viel Erfolg an der Hochschule hier in Ludwigshafen.